Ja, hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von WWE Dream Matches oder WrestleMania Dream Matches in dem Spiel WWE 2K15. Und ja, es ist das letzte Match, die 10. Folge und wir machen das Match The Rock vs. The Miz. Warum dieses Match? Es passt einfach. Filmstar vs. Filmstar, Movistar vs. Movistar. Würde geil sein, also dieses Match würde passen und ja, und da kann auch The Rock meinetwegen auch gewinnen, weil wer es nicht wusste, The Miz ist ein großer Rock-Fan und er würde sich mega freuen, wenn er gegen The Rock mal in den Ring steigen würde. Ihm hat es überhaupt gefreut, dass er überhaupt bei WrestleMania 27 auch involviert war und alles. Und das Match würde super passen, wenn man so aufbaut, dass The Miz sagt, er sei ein größter Filmstar aller größter WWE-Filmstar aller Zeiten, niemand ist größer, kommt The Rock raus und so weiter, attackiert ihn, gibt den Rock Bottom und so weiter. Das wäre cool und dann macht, dann gibt es halt so ein paar Promotions so mit Filmen und so, ja, ich bin dann drehen und so weiter, oder The Rock kommt und so weiter und so weiter. Also dass man so ein bisschen so darauf aufbaut und das Match würde sehr cool sein, also wird auf jeden Fall kein Match für den Main Event sein, so für den Midcard wäre ganz cool. Und ja, ich würde es mir wünschen. Und ja, das wäre ein Dream Match von mir. Ja. Meiner Ansicht nach. So, und jetzt. Außerdem, also, The Miz hat ja schon mal gegen The Rock gekämpft, wer es nicht weiß. Aber nicht in einem Einzelmatch, sondern in einem Tag Team Match. Und zwar mit John Cena und The Rock vs. Miz und Truth. Also Awesome Truth bei Survivor Series 2011. War es das. Ja, da hat The Rock und John Cena gewonnen. So. Ja. Machen wir weiter. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese ganze Serie fandet mit dem WrestleMania Dream Match. Hat es euch gefallen? Haben euch viele Matches, die ich gezeigt habe, gecatcht? Sagen, ah ja, das ist eine coole Match-Ansetzung. Oder vielleicht waren das auch eure sozusagen Dream Matches, die ihr auch hattet, schreibt es in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Und wie ihr auch dieses Format findet. Also, das ist ja so ziemlich ein Format, was ich letztes Jahr einfach gemacht habe, weil ich einfach so viele Matches im Kopf habe und ich dachte mir, ja, kann man machen. Und es kam ja letztes Jahr sehr gut bei euch an. Und ich dachte mir, vielleicht dieses Jahr können wir es nochmal machen. Und ja, deswegen interessiert mich mal eure Meinung, wie ihr es findet. Und ja, schreibt es gerne mal rein. Würde mich interessieren. Ich lese mir gerne durch. So. Gut. Jawohl, schöner Clothesline. Ja, und ab morgen, ich hoffe, es morgen ist, oder übermorgen, ich hoffe morgen, startet dann auch die WrestleMania-Vorschau. Welche Matches da vorkommen, habe ich ja schon erwähnt. Und wenn ihr wollt, dass ich Randy Orton gegen Seth Rollins auch noch reintun sollte als Vorschau, sagt Bescheid, ob ich es machen soll oder nicht. Wenn ich nicht machen soll, dann lasse ich es. Wenn ja, dann würde es auf Wunsch gemacht. So, ich will mal ganz kurz wissen. Nee, Special. Nee, Moment. Ja. Okay. So. Gut. So. Gut. Und jetzt. Spinebuster. Gut, natürlich, das Match wird wahrscheinlich technisch nicht gut sein, wahrscheinlich, weil The Rock halt nicht mehr die Leistung hat, die er damals hatte. Du bist es ja auch jetzt auch einer, der auch gezogen werden muss. Aber ich würde mich freuen, wenn dieses Match geben würde. Weil es würde passen, es wäre cool und wäre einer meiner Dream Matches. Auf jeden Fall. Und das Match ist schon beendet? Okay. Krass, so schnell schon? Okay. So. Und da ich mir denke, komm, weil es die letzte Folge ist, mache ich das Match noch einmal. Ganz einfach, als Bonus. Als kleinen Bonus machen wir es nochmal. Und ja, gut. Machen wir ein Clothesline. Machen wir ein bisschen schneller. Dann läuft es. So. Und jetzt. Clothesline. Dritte. Gute Kombi. So, und jetzt. Ja. Napbreaker. Wunderbar.
So, und dritte, 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 dritte. Und noch ein paar dritte, jawohl. Und Dignity, jawohl, wunderbar. The Rock zeigt hier, was er drauf hat. So, und Bulldog, jawohl, er ist schon mal geschwächt. So, jawohl. So, Clothesline. So, und, ah, scheiße. Oh, gut. Schön gemacht von The Miz. So, gut. Jawohl. So. So, und jetzt. Hui. Sehr schön gemacht. So, und Elbow. So, und noch ein Elbow. Und again. So. So, und jetzt. Oh. Schön gemacht von The Miz. So. So. Gut, und jawohl. Schön gemacht. So, und jawohl. So, und so. Gut. Jawohl. So. So, und ja. Schön gemacht von The Miz. So, und stark von The Rock. So, und ja. Suplex. Auch kein großes Thema. Suplex. Repeat. So, und jetzt, come on. Steh auf. Zeig den Spinebuster hinterher. Jawohl. Gut. Gut. Stay down. Stay down. Und dann zeige ich dir den Rock. Scheiße. Great Counter. Von The Miz. Der wirklich stark gekontert. So. Boah. Was für ein harter Move. Das sah richtig hart aus. Wurde richtig heftig genommen. So. Und jetzt The Rock. So, und jetzt. Ja, Whip in. So, und Simone Drop. Simone Drop. Jawohl. Jetzt, come on. So. Jawohl. So. Ja. So, und jawohl. So, und jetzt zieht ihr ihn rüber. Und einen. Doch kein Elbow. Und Belly-to-Belly-Suplex. Wunderbar. So. Gut. Ja, gehen wir mal hoch an die Seile. So. Gut. Warte mal ab. So. Jawohl. So, und jetzt. Oh, wow, das tut weh. Das tut weh. So, und jawohl, und ein Suplex. So. Ja, come on. Come on. So. So, und ah, schade. Den kontert er ist stark. Richtig stark. Und ja. So, und jawohl, stark. So, und jetzt ans Bein. So, und jetzt. Gut. So, und so, jawohl. So, most musty superstar in the WWE, the most electrifying man in the WWE versus the most must seen in the WWE. So, und jetzt, aha.
So, what the heck? Schon wieder. So. So, und. Gut. Und ein Suplex. So, und jetzt. Gut. Ja, und. Und Spinebuster. Gut. Er will kurz einen Prozess machen. So, und Rock Bottom. Und jetzt. 1, 2, 3. Das war's. The match is over. Ihr habt einen kleinen, noch ein Match dazu gekriegt quasi. Wenn ich das Match wiederholt habe. Es war sehr actiongeladen, das Match. The Miz hat gut Parole geboten. Und ja. Mit einem Feiern in The Rock beenden wir diese Serie quasi von WrestleMania Dream Matches. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, diese Matches zu spielen. Euch zu zeigen, was so meine Dream Matches in diesem Jahr sind und die ich gerne mal sehen möchte. Mal sehen, welche irgendwann wahrgehen. Vom letzten Jahr gegen leider noch gar keine wahr. Vielleicht in diesem Jahr noch irgendwann welche. Vielleicht im nächsten Jahr kommen vielleicht irgendwelche mal wahr. Mal sehen. Und ja. Aber ich habe ja gesagt, nicht jedes Dream Match muss wirklich umgesetzt werden in der Realität. Das habe ich ja schon mal gesagt. Nur so zur Info. Gut, das war's. Wir sehen uns dann bald bei der WrestleMania-Vorschau oder bei anderen Sachen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Haut rein.